willkommen hier auf meinem Kanal. Ich sehe heute ein bisschen crazy aus und zwar, ich habe mich heute so gefreut. Aktuell drehe ich das Video am Samstag und ihr kriegt es schon am Montag. Ich werde mir jetzt einfach ein bisschen erlauben, auf meinem Kanal Videohopping zu machen, weil ich so viele Videos jetzt schon für euch fertig gemacht habe, die so aktuell sind, dass ich sage, ich muss das auf jeden Fall gleich hochladen. Ich werde das mal ein bisschen gucken, dass ich jetzt so häufig wie möglich hochlade, wenn ich ein aktuelles Thema für euch habe. Ich denke, das ist super, super wichtig. Und vor allen Dingen, ich habe heute Morgen die Blood Sugar Palette von Jeffree Star bekommen. Leute, hallo. Dieser Look ist auch komplett damit geschminkt. Also ich sehe momentan noch aus wie ein Waschbär. Und das hat folgenden Grund. Zu dieser Palette wird es im Laufe dieser Woche noch eine Review geben. Wann ich die allerdings hochlade, weiß ich noch nicht. Mein Gefühl sagt mir am Donnerstag. Ich habe schon Mittwoch ein Video, am Donnerstag ein Video. Samstag und Sonntag könnte ich auch noch hochladen. Also die nächste Woche wird echt voll, diese Woche, beziehungsweise diese Woche, wird voll geballte Power sein, voll mit Videos. Und ich habe mich von dem lieben Maxim etwas anfixen lassen. Das ist ein ganz lieber YouTube-Kollege, der Maxim Giacomo heißt, der hat dieses Puder getestet und zwar das Chocolate Bronzing Powder mit Schokoduft. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt das Video gesehen und musste direkt eigentlich los, weil ich gedacht habe, scheiße Mann, ich muss das testen. Und das ist praktisch aus der neuen Theke von Revival de Loupiang. Also die haben jetzt praktisch damals, gab es, ich habe den sogar hier, diesen Chocolate Lovers Bronzer. Der ist aber sehr, sehr anderstonig wie dieser hier. Dieser hier ist der Konturton, den ich meistens benutze. Und der riecht jetzt aber nicht mehr ganz so schokoladig, muss ich mal gesagt haben. Aber ich wollte den auf jeden Fall testen. Und dann habe ich noch so tolle andere Produkte gefunden. Deswegen habe ich, während ich mich, also heute aktuell Samstag, mich fürs Kino fertig mache. Yes, ich gehe so ins Kino. Ich freue mich. Ich sehe aus wie so ein Stylo-Milo-Waschbär mit rosa Augen. Dieser Look wird aber natürlich Ende des Videos komplett zu sehen sein. Also diese Blood Sugar Palette, ich habe die heute Morgen bekommen. Ich habe einen Kreischanfall bekommen. Die liebe Itzchizu, ihren Kanal verlinke ich hier oben, hat sich den auch gekauft. Und wir haben den gekauft beide für eine geile Collab. Da werden wir ein paar Looks euch zeigen, beziehungsweise jeder irgendwie mal andere Farben davon benutzen. Und Leute, die ist das kranke Shit. Ich habe jetzt benutzt das Cake Mix, ich habe jetzt benutzt Tongue Pop, Cavity, Root Canal, Fresh Meat, Cherry Soda und diese beiden. Ich habe praktisch wirklich 7 Farben gemischt in diesem Look. Der sieht so krass aus. Ich habe auch noch Baking Puder drunter, keine Sorge. Und ich möchte mit euch, wie gesagt, da kommt jetzt die Woche noch eine Review, weil für mich ist das was sehr Besonderes. Ich liebe Jeffree Star Produkte und ich mag auch die Person. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Er hat mit Abstand die beste Lippen-Kombo, beziehungsweise das sind so die geilsten Lippenstifte oder Liquid Lipsticks, die ihr für euer Geld bekommen könnt. Ich habe kommentarlos noch nichts anderes gefunden, was irgendwie in diese Qualitätsrichtung geht. Ich werde auch im Laufe der Woche, also jetzt in 2 Tagen, erhalte ihr, also, beziehungsweise ich hoffe, dass ich das bald mal abholen kann, mein Ringlicht. Das heißt, es wird dann nochmal ein bisschen schöner, heller und so. Und ich freue mich auch total. Ein bisschen Qualitätssteigerung wollen wir ja machen. Und ich habe noch Loose Shimmer Highlighters. Und zwar, schaut euch mal das an. Das ist ein loser Shimmer Highlighter. Und ich hoffe, dass der wirklich Shimmer ist. Also das ist alles. Also der hat gekostet, ich glaube, knapp 2,80 Euro. Die losen Shimmer Highlighter habe ich in 2 Farben mit. Und zwar einmal in einem Rose und einmal in einem Gold. Es gab die aber noch in einem Lavendelton. Und was ganz cool war, ich habe aus der neuen Pigmentreihe, ich hatte mal das blaue Pigment von Revival de Loupe und das war so geil. Und ich würde gerne dieses im Zentrum meines Auges aufsetzen, mit ein bisschen von dem hier, um den Look jetzt damit zu komplettieren, weil ich habe jetzt super spontan entschieden, dass ich jetzt dieses Video mache. Und seid ihr noch nicht Abonnent meines Kanals, abonniert doch gerne und aktiviert die Glocke, sodass ihr als Abonnent aktiv bei mir dabei sein könnt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in diese Testphase. So ein bisschen was zu meinen Produkten. Ich habe als Foundation die Pro Matte von LA Girl benutzt. Meine Holy Grail Foundation. Und da ist auch schon ein Backup bei mir auf dem Weg. Und zwar von der Revolution Pro Seite. Und zwar der Eye Primer in der Farbe Core.
Der ist so geil. Ich habe jetzt wirklich immer mehr benutze ich daraus. Ich benutze den absolut die ganze Zeit mit dieser Art von Pinsel, der von Ebelin. Das ist der Concealer Buffer. Und Augenbrauen sind wieder mit meinem Kiko Gel gemacht. Ich liebe es. Ich habe die Farbe 06. Ich werde mir allerdings noch mal eine heller kaufen, um praktisch ein bisschen Definition in mein Gesicht zu kriegen. Und mein Gesicht habe ich gleich gesettet mit dem Catrice Makeup Freezing Powder. Es ist einfach nur ein Translucent Powder aus einer LE. Ihr könnt aber auch zum Beispiel gerne das von Essence benutzen. Und bevor wir jetzt weiter quatschen, werde ich euch jetzt die Produkte meiner Anwendung zeigen und auch diesen kompletten Look. Und ich freue mich auch auf euch diese Woche. Also ich hab so gerade richtig Bock auf Film. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch gerade so viele Produkte, die ich euch zeigen möchte. Und ehrlich gesagt werde ich jetzt wirklich versuchen, nahezu täglichen Content zu bringen, so wie es halt geht. So, also ich habe früher nur dreimal die Woche hochgeladen, aber ich habe momentan so viele Paletten. Also es gibt ja bei mir alle BH-Paletten, die ich habe, bekommen eine separate Review mit Swatches und Augen-Make-ups. Und das kostet einfach Zeit, aber ich möchte jetzt nicht zu lange warten, weil oft jetzt Sales gerade laufen und ich einfach möchte, dass ihr frühzeitig eure Kaufempfehlungen bekommt und ich euch wieder anfixe zum Einkaufen. Und ich würde mal sagen, aufhören zu schnacken, Chocolate Bronzer auftragen. So, ich habe jetzt aus dem Chocolate Bronzer schon den Lid entfernt, beziehungsweise diese Hülle. Und also, ihr seht, das ist ein loses Puder, Leute. Das kommt in so einem, mit so einem Siffer-Dings da. Ich bin mir gerade noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das am besten auftrage. Also, Maxim hat relativ viel Fallout gehabt. Ich glaube, ich werde eher mal lieber hier in diesen Dings reingehen. Bei losen Bronzern kenne ich mich gar nicht aus, das kann ich euch sagen, weil das eigentlich auch nicht so die Norm entspricht. Ich habe es jetzt ab. Ich habe echt Maxims Video gesehen und fand das irgendwie so cool. So. Also es ist so angenehm. Also die Farbe ist wunderschön. Das ist übrigens so ein Universal-Bronzer. Das ist jetzt keine spezifische Farbabstufung für besonders helle oder besonders dunkle Häutchen oder so. Ich habe jetzt hier einen Powder Brush von Barbara Hoffmann. Den gab es mal bei Douglas. Und muss sagen, der ist super zum Bronzen, wenn ich flächig arbeiten will. Und bufft auch sehr gut aus. Also ich habe jetzt hier ja mal ein paar mehr Krümel gehabt. Wärmt super das Gesicht auf. Bin total begeistert. Ich bin auch so gespannt. Der Bronzer ist so das less ins exciting Produkt. Also hier habe ich jetzt mal ein bisschen mehr aufgetragen und es wird auch nicht fleckig. Also es wird super schön. Ich gehe jetzt auch gleich mit in meine Love Brush. Also meine Love Brush wartet schon auf mich. Und zwar liebe ich diesen spitzen Love Brush. Und zwar, Leute, den könnt ihr noch bei DM kaufen im Online-Shop. Und gehe dann praktisch in den Ziffer rein. Und zwar mache ich dann wirklich ein bisschen so Contouring mit dem Puder. Was sehr gut. Also ich muss sagen, ich finde das sehr hübsch. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht viel Produkt, wie ihr seht. Ich hole mir halt praktisch immer was vom Rand in die Mitte und drücke so ein bisschen in dieses Gitter rein, damit ich nicht unnötig Produkt verschwende. Es erinnert mich vom. Also es ist komplett matt. Also es ist jetzt kein glänzender. Aber vom Geruch wesentlich leichter natürlich. Erinnert er mich sehr an den Too Faced Gold Soleil Bronzer. Zumal ich sagen muss, dass das halt High-Class-Bronzer sind. Aber ich muss sagen, ich mag den. Also das ist ein. Der ist jetzt auch nicht zu rot. Der ist schön bräunlich. Mir gefällt der super. No, mir gefällt er. Ich nehme jetzt auch gleich das lose Puder unter meinen Augen weg. Benutze dafür immer den Bronzer-Puder, weil ich einfach. Also ich finde, er hat meinem Gesicht super Dimension gegeben, auch Wärme anständig. Ich bin mir halt nur nicht sicher immer mit der Dosierung. Ich bin da echt ein bisschen vorsichtig, weil sonst sieht das echt aus wie Clown. Ich habe jetzt auch ganz frisch gewaschene Haare. Das kommt jetzt alles noch später zum Stylen. So, der Bronzer ist aufgetragen. Ich finde ihn sehr schön. Er lässt sich super aufbauen. Ich finde den Geruch sehr angenehm. Es ist jetzt nicht so widerlich Schoko-Ding, aber das kann ich echt empfehlen. Das ist der
Chocolate Bronzing Powder mit Schokoduft. Seht ihr mal die Verpackung, das ist ein richtig schönes Braun. Lose, und hier steht dann auch die ganzen Sachen, die man noch wissen muss, sind 5,5 Gramm. Muss sagen, gefällt mir. Oh, more exciting wird jetzt das beim nächsten Produkt. Ich habe ja bis jetzt eigentlich, ja, wie gesagt, ja noch nicht so viele Produkte genommen, die jetzt praktisch von Revival de Loop neu sind, weil ich habe jetzt bis jetzt auch ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen. Ich habe jetzt, werde ich so einen kleinen Blender Brush nehmen und werde in diesen losen goldenen Highlighter gehen. Und zwar, ich muss euch das zeigen. Schaut mal, das ist eine Öffnung, die ihr so drehen könnt, ja. Und damit legt ihr dann die Löcherchen frei. Das finde ich auch super genial. Muss ich sagen, gibt es bei vielen. Also ich mache jetzt es mal so, dass ich nur zwei der Löcher frei mache. Und muss wieder wischen. Und ich gebe mir ein bisschen was auf meinen Deckel. Aber Leute, wirklich nur ein bisschen, weil ich absolut null Ahnung habe, wie viel da ist. So. Also ich habe jetzt echt nicht viel. Also schaut mal, so ein Stück. Ich gehe jetzt mal da rein. Ah, ich brauche mehr. Also ich weiß halt nicht immer, wie viel aus diesen Löcherchen rauskommt, weil das ist immer super hässlich, wenn dann plötzlich so ein hammerharter Streifen da ist. Also ich denke, es ist sehr glitzerig, aber wir werden sehen. Oh mein Gott. Leute, der ist wet. Also es sind ganz leichte Glitzerpartikel vorhanden. Aber ich finde das jetzt, gerade jetzt, Leute, es ist heute eines der wärmsten Tage des ganzen Jahres schon. Jetzt bis jetzt. Und zeig's euch mal auf der Seite nochmal. Also, ich versuch's mal. Es ist schon, wenn ihr seht, so leichtes Glitzer zu sehen. Aber jetzt nicht schlimm oder so. Also, es ist super natürlich. Es ist halt so ein Glitzer-Highlighter, sag ich mal. Kann man super aufbauen, aber ich muss jetzt sagen, ich würde den jetzt gerade so lassen. Ich hoffe, das seht ihr. Seht ihr das? Hier ist so ein leichter Glitzerstreifen. Ah, das Make-up ist schon krass, oder Leute? Es ist ein leichter Streifen. Also es ist kein Wet-Highlighter, sondern das sieht so von weitem super wet aus. Das finde ich immer super schön. Aber wenn ihr ganz nah rankommt, seht ihr halt die Glitzerpartikel. Ich glaube, der hat gekostet 1,99, Leute. Wartet einfach, bis es wieder so ein Sale gibt oder nutzt eure 10%. Ich würde jetzt nicht unbedingt den rosanen nutzen. Den rosanen nutze ich eventuell gleich. Und jetzt gehen wir mal in das Pigment. Das Pigment hat auch eine super geile Verpackung. Ich werde jetzt mal nur ganz, ganz schnell einen Glitterprimer auflegen. Und zwar, ich nehme den NYX Glitterprimer, und zwar in so einer flachen Brush. Und gib mir das hier aufs Auge. Das mache ich immer so, weil ich finde, diese etwas loseren Pigmente brauchen immer ein bisschen Hilfe zum Ankleben. Ich habe auch das Halo Eye hier ausgekattet mit meinem Eye Primer, und das funktioniert so gut. Nur jetzt habe ich eine Zeit lang schon natürlich gebronzt und bin hier am Setup aufbauen gewesen. Deswegen ist das schon wieder leicht angetrocknet. Der hat, ich finde, ein bisschen Farbe, dieser Glitzer. Ich komme jetzt mal ganz nah ran, damit ihr auch sehen könnt, was ich hier treibe. Ich habe hier einmal so eine Farbe, die sieht eher sehr Rose Gold aus. Ich denke, ihr könnt das sehen mit so Glitzer. Und das ist eher ein bronziger Ton. Und ich werde, denke ich, eher in dieses Rose Gold gehen. Und dann halt die Seiten ein bisschen auswaffen. Und zwar, was ich super finde, was ich bei NYX zum Beispiel total bemängel. Schaut mal, das ist guck mal, dass ihr das an so gezoomt kriegt. Ihr seht es ja, ihr habt hier einen Deckel, den ihr aufklappen könnt, und somit könnt ihr dann selbst bestimmen. Also das ist super, also das ist bei sehr teuren Marken nicht mehr der Fall. Seht ihr das? Und ihr habt praktisch diese Öffnung, ich halte euch das mal so hin, diese Öffnung, und ihr könnt praktisch wie ein Salzstreuer in eure Kappe was geben, und es geht halt nichts daneben. Ich nehme jetzt mal diese Menge, weil das ist schon recht viel, Leute. Seht ihr das? So, ich muss das immer so ein bisschen mit Hintergrund machen, weil sonst zoomt er nicht. Da, seht mal. So, auf jeden Fall nehme ich jetzt das Pigment auf diesen Pinsel auf. Oh mein Gott, Leute, guckt euch den Scheiß an. Oh!
Also, ich hab's ja schon immer gesagt, ja. Also, Reval de Loop, ja, ist eine Marke, die wahnsinnig unterschätzt wird. Also, ich sag euch, das ist der Scheiß. Was ist das denn? Boah, ich muss gerade durchatmen. Also, ein bisschen Fallout, wie ihr seht. Aber das finde ich jetzt nicht so arg schlimm, weil es könnt ihr gut wegfegen. Das ist ja auch eine Farbe, die jetzt nicht unbedingt so. So, jetzt schaut mal hier. Ich komme so nah ran, wie es geht. Leute, das ist so krass. Also diese Pigmente kosten 1,99. Ich glaube, ich werde definitiv nächste Woche, die Woche nochmal losgehen. Mein Mann hat Gehalt. Da muss ich nochmal los. Und werde definitiv, also es ist echt kein Geld, Leute. Also ich sage, er arbeitet immer mit einem Glitterprimer drunter. Das finde ich einfach immer besser. Aber Leute, das ist Pigment. Tschu. Ich liebe das. Oh mein Gott. Das passt auch so geil zu dem Augen-Make-up, ja? Ach, du heiliger Schwan. Also, ich finde absolut geil das Produkt. Und zwar, ich finde die Verpackung super innovativ. Ich finde sie halt auch mal was anderes. Ich habe jetzt noch ein bisschen Produkt übrig und ich glaube, ich werde mir das jetzt einfach in die Augenbraue oben geben. Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel. Da gibt es ja so einen neuen Bäcker-Highlighter mit der Sanasas oder zusammen. Dieser Parisian Light, den könnte ich mir jetzt. Den Parisian Light oder wie der heißt. Und der sieht ihm von dem Farbding her ähnlich aus. Ja, also der kommt dem so krass nah, Leute. Weil, also da gibt es so einen neuen Bäcker-Highlighter, der hat auch so eine, genau diesen Unterton, diesen Rosé-farbenen. So eine schöne Farbe, Leute. Schaut mal mein Auge an. Ich wollte jetzt noch an diesen rosanen, ich gucke jetzt mal, ich nehme jetzt noch ein bisschen rosa Highlighter raus. Ich will das jetzt sehen, ob es sich schichten lässt. Also ich nehme jetzt nicht arg viel, ich nehme jetzt nur ein bisschen von dem rosanen losen Highlighter und gib mir das ins Zentrum. Also die Highlighter sind schon grob, aber ich sag euch ehrlich, wenn ihr jetzt nicht zufrieden seid mit der Farbe, ja, dann macht es einfach so, dass, also ich nehme jetzt noch ein bisschen diesen angefeuchteten Primer-Pinsel und verschiebe dieses Lila ein bisschen in das innere Auge, damit es so ein bisschen weicheren Übergang gibt. Aber Leute, das sieht aus, sag ich euch. Oh. Also ich bin ja echt, also das ist ja absolut der falsche Kanal für unbunte Looks. Also das ist ja echt. Also ich lerne noch, ich schaue selber wahnsinnig viel YouTube und liebe es, mir alles anzugucken. I love it. Aber das ist krass. Also das Pigment, also ich bin mir sicher, dass dieser Kopperton auch richtig geil ist. Ich werde definitiv mir die anderen sechs Farben auch noch holen. Ich glaube, das sind sechs oder acht Farben. Da war ein Blau, so ein Goldton. Ich muss sagen, das ist der Hammer. Leute, ihr zahlt dafür, wenn ihr 10% Rabatt kommt, 1,80 Euro. Das ist echt krass. Shoot. Ich werde jetzt mein Make-up fertig machen. Praktisch. Kajal auftragen, Wimperntusche. Nein, ich klebe mir keine Wimpern. Ich hasse Wimpern, das wisst ihr. Und mach meine Lippen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, das war der fertige Look. Und ich liebe ihn. Ich habe mit die Lippenkombo, die ich heute trage, ist der Essence Lip Liner. Und zwar dieser rausdrehbare in der Farbe Sweetheart. Das ist Sweetheart, damit habe ich meine Lippen umrandet und habe den ausgefüllt mit dem Pro Supreme Matte Lip Pigment von Revolution Pro in der Farbe Visionary. Ich liebe diese Lippenkombo, ich trage die auch sehr häufig. Ihr seht ja, ich habe auch ein bisschen übermalt, damit es praktisch so ein bisschen auch zu dem ganzen krasseren Look passt. Also, mein Fazit zu den Produkten, die ich heute genutzt habe. Der Chocolate Bronzing Powder ist super, super opaque. Ihr könnt den wirklich super aufbauen. Ihr seht, also ich würde dieses fleckige Make-up nicht lassen. Ich würde das im Video noch korrigieren. Das müsstet ihr eigentlich von mir wissen. Es ist ein so, so wunder, wunder, wunderschöner Bronzer. Er riecht sehr gut. Der Duft verfliegt dabei. Er bleibt nicht im Gesicht. Das ist zum Beispiel bei einem Too Faced Bronzer anders. Also wer halt auf dauerhafte Lösungen bzw. dauerhaft Schoko-Einfluss steht, sollte sich diesen Too Faced Bronzer kaufen, der allerdings das
Zehnfache kostet wie dieser hier. Der kostet um die 30 Euro. Ich habe bis jetzt nie einen Cent bereut. Das ist ein so, so schönes Produkt geworden. Und dieser Chocolate Bronzer ist wirklich für mich, der ist hot. Das ist für mich auf jeden Fall hot. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Die Loose Shimmer Highlighter. Ich persönlich finde, sie sind zu glitzerig. Ich habe jetzt vorher noch die Idee gehabt, das wet zu machen. Aber dann habe ich es gesehen, dass es eher aussieht wie ein loses Pigment. Ich persönlich würde den jetzt nicht meinem Opal oder Becker Highlighter in Champagne Pop vorziehen, weil ich einfach, ich benutze den halt täglich. Oder welche Highlighter auch sehr, sehr schön sind, sind die von der Love Cosmetics Palette. Ich habe da beide von. Einmal die Rose Addiction und einmal diese Bronze Addiction. Also hier beide habe ich davon. Super, super geile Highlighter sind da drin. Da muss ich sagen, da würde ich jetzt praktisch keinen von diesen, sage ich mal, weniger bevorzugen wie diese. Die sind wirklich schön. Ich würde die, glaube ich, mehr wet auftragen. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht, sondern ich habe jetzt einfach das sehr natürlich gelassen, weil ich finde halt, wenn ihr so ein Augen-Make-up tragt und hier halt so eine krasse Schweißleiterlinie zieht, Highlighterlinie zieht, ist das dann ein bisschen too much und auch die Lippen sind heute schon etwas stärker ausgefallen, wie ich es sonst einfach habe. Ich finde den Look wahnsinnig schön. Ich komme jetzt auch mal näher wegen dem Augenpigment. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist so, so intens, sage ich euch. Das ist die Farbe Vintage Romance und die Farbe Copacabana. Ich werde mir definitiv von denen alle anderen Farben holen, weil ich die ja sowas von geil finde. Ich habe jetzt einen Glitterprimer drunter genommen, hätte aber eigentlich auch einen normalen Concealer nehmen können und den da drauf drücken. Also ich finde ja schon, dass das ganz schön krass rauskommt, Leute. Also ich habe natürlich die Seiten noch ein bisschen mehr verblendet, damit praktisch das ein einheitlicher Look wird. Diesen Look werdet ihr auch die nächsten Tage sehen bei meiner Jeffree Star Blood Sugar Palette. Review, da werdet ihr Swatches sehen. Ich werde euch erklären, wie ich diesen Look praktisch entstehen hab lassen, also welche Farben ich wo benutzt habe. Wenn ihr dann Tutorial dazu haben möchtet, zu diesen krasseren Farben, ich weiß nicht, jeder trägt so viel Farbe, ich trage eigentlich grundsätzlich so viel Farbe, weil ich einfach gelernt habe, dass Nude-Töne nicht meins sind, also ich laufe gerne so rum, mein Freund findet das, also ich hatte ja erst, ich hoffe, ich weiß nicht, ein Bild habe ich leider nicht davon, und wenn, dann versuche ich es euch einblenden. Und zwar, wo ich nur den Augen-Make-up-Look hatte, ohne Bronzer, ohne alles. Da hat mein Freund gesagt, ich sehe aus, wie wenn ich irgendwie gerade in Farbe gefallen wäre. Oder so ein Waschbär, so ein komischer, pinkner Panda-Bär-Look hätte, ja. Das sieht natürlich völlig unkomplett aus. Also ich habe jetzt mal einen Eyeliner gezogen, wo ich übrigens wahnsinnig gerne wieder diesen Liquid Ink Eyeliner von Essence benutze. Das ist ja dieser hier. Ich hatte jetzt die ganze Zeit lang diese softere Version, allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, wo der ist. Da war so eine softe Applikatorspitze. Da habe ich den Wing aber nicht so hingekriegt wie jetzt, muss ich sagen. Also ich komme mit den Pinseln besser zurecht. Ansonsten, wie gesagt, es werden von mir alle Pigmente gekauft, weil ich muss euch sagen, es gibt die auch richtig in Weiß und in so einem Silber und so. Und ich finde, für 1,99 könnt ihr ja nichts kaputt machen, ehrlich nicht. Das ist so ein schönes Pigment, Leute. Ich bin hardcore begeistert davon. Also im Großen und Ganzen kann ich zu Revival de Loop und auch natürlich zu der Marke jetzt Revival de Loop Young immer nur Folgendes sagen. Ich habe, ich weiß nur nicht mehr, wo sie sind. Hier. Ich habe von Revival de Loop zum Beispiel eines der besten Liquid Lipstick Formulierungen gefunden, die ihr euch für Geld kaufen könnt. Das sind diese Revival de Loop Matte Coutures. Ich habe die alle doppelt, teilweise dreifach. Ich bin halt auch nicht doof. Ich kaufe die halt dann auch im Sale, einfach im Backup. Ich habe noch so einen Trailer neben mir, da sind von jeder Farbe noch ein Backup drin. Im Gebrauch sind jeweils zwei Farben von jeder Farbe, die es je gegeben hat. Ich stecke die mir wahnsinnig gerne in die Tasche und ich habe wirklich Farben, die ich täglich trage. Das ist so ein bisschen so ein halbwegsiger Dupe zum Calabasas. Den ich halt praktisch einfach mit dem Lip Liner nur ein bisschen verdunkel. Also das heißt, ich mache erst Lip Liner auf der ganzen Lippe und dann das drauf. Dann kommt das im Farbton raus wie Calabasas. Die Calabasas habe ich noch nicht im Backup, aber ich werde mir den auf jeden Fall nochmal kaufen. Revival de Loop und Revival de Loop Young haben wirklich Wahnsinnsprodukte. Und ich muss sagen, ich finde das so toll und beweist mir einfach auch,
dass sie ihren Konsumenten zuhören und auch auf die Verkaufszahlen achten. Ich bin mir sicher, dass ganz arg viele diesen Bronzer gekauft haben aus der Chocolate-Reihe, weil ich einfach denke, das ist jetzt gerade wegen Too Faced und so total im Kommen. Deswegen, ich bin hardcore begeistert, dass sie auf uns achten, dass sie hören, dass sie praktisch schauen, was hat den Leuten am meisten gefallen. Zum Beispiel diese Matte Coutures. Ich selber habe Rossmann sogar geschrieben, beziehungsweise der Marke, dass sie bitte, bitte, bitte neue Farben rausbringen sollen. Und es kam sogar eine richtig nette Antwort. Es hieß so, ja, also bis jetzt ist es zwar nicht geplant, aber sie werden definitiv immer wieder auf unsere Wünsche eingehen. Das heißt, diese Line einfach zurückbringen. Das heißt einfach immer wieder meine LE bringen, vielleicht alle 2, 3 Monate mit neuen Farben. Und dann ist es ja nur an uns. Die werden recht oft nachgestockt, was ich bei Rival de Loop und Rival de Loop Young sagen muss. Wenn ihr LEs haben wollt, dann werden die ganz, ganz oft restockt und wieder. Also zwischen LE und LE teilweise 4-mal werden unsere Theken aufgefüllt. Also ich hatte 4-mal komplett volle Theken wieder vorgefunden von den Matte Coutures. Und ähnlich ging es dann mit dieser Chocolate-Reihe. Da war bei uns 2-mal ein Restock, also insgesamt 3-mal. Und ich habe wirklich keinen großen Rossmann, ich habe wirklich einen recht kleinen. Ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Wie gesagt, freut mich auf die nächsten Tage. Wir werden uns ein bisschen öfter sehen, weil ich habe gerade einen kreativen Flow und auch gerade wahnsinnig Lust zu filmen. Ich habe wirklich tolle Reviews für euch und vor allen Dingen möchte ich euch mindestens jetzt 2-mal die Woche eine BH Cosmetics Palette vorstellen. Die Zodiac Palette, beziehungsweise ich weiß noch nicht, mit welchen ich anfange. Eventuell mit der Shanix O oder mit der Zodiac Palette. I don't know. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch diese Review gefallen hat. Lasst mir bitte, bitte einen Daumen da. Das würde mir wahnsinnig aushelfen. Und ich muss sagen, abonnieren auch nicht vergessen, weil wir wollen ja 1000 Abonnenten dieses Jahr. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Ich gebe mir so wahnsinnig viel Mühe. Und wir werden das schaffen, ihr Süßen. Und ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einer Review zu dieser Monster Killer Hammer Palette. Bis bald, ihr Süßen.